So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Harry Potter und der Stein der Weisen. Ich habe mich mental prepared, geht so. Ich bin so semi-bereit für weiteres Herumschleichen in der Bibliothek. Es ist eine never-ending Story. Was war das denn? Nichtsdestotrotz stellen wir uns natürlich dieser Herausforderung und ja, versuchen natürlich hier auch wieder raus und zurückzukommen. Ich meine, ich bin mir sicher, es hätte auch einen einfacheren Weg gegeben als so, dass es ganz offensichtlich eine Tür, dachte ich. Kann mir doch keiner erzählen, dass das so normal ist, dass das so dunkel ist erstmal und dann, dass da so ein dunkles Viereck drum ist. Na, wer weiß, vielleicht kommen wir später wieder an. So, gehen wir also Filch einen Besuch abstatten, weil wir den ja so gern haben. Haha, nicht. Egal. Wir schaffen das schon. Ich hoffe nur, das zieht sich jetzt nicht zu sehr in die Länge hier. So, hier sieht es ja noch ganz gut aus. Bisschen verwinkelt, aber ansonsten ganz gut. Achso, ich dachte gerade, irgendwie sah das so aus, als wäre da auch ein Schloss gewesen. Ich dachte gerade, kann ich mir jetzt etwa aussuchen, wo ich lang gehe? Wir erinnern uns wieder dran, dass wir die... Man kommt jetzt nur noch durch dieses Tor nach draußen und es macht einen ohrenbetäubenden Lärm. Du bewachst die eine Seite des Raumes und ich werde diese Seite hier bewachen. Wir schnappen sie uns, Mrs. Norris. Ihr seid ja wirklich ein tolles Team, ne? Eindringling! Was war das? Kommen die jetzt? Oder... Nee. Bitte, dass ich dich nicht finde, du kleiner, hinterhältiger Schüler. Das tue ich nach wie vor. Oh Gott, oh Gott. Wir gehen erstmal nach da hinten, würde ich vorschlagen. Diese eine Bohne, die grinst mich doch so an. Holy shit. Yeet. Oh mein Gott. Immer so diese Millisekunde, wo er fällt. Oh. Okay. Das ist es nicht. Where do we have to go? Nicht wieder auf den Balken. Das wäre ganz cool. Wenn wir vielleicht erstmal hier landen könnten. Und einmal schauen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach, Kamera. Wo wir denn lang müssen? Das sieht gut aus. Let's just give it a try. Ich glaube, ich habe da hinten gerade ein paar Gewichte gesehen. Ach, guck mal, während wir zaubern, sind wir wieder unsichtbar. Genau, diese Gewichte müssen nach oben. Oh. Geh. Geh wieder. Danke. Puh. So, er geht da lang. Ich wette, wir werden heute mindestens einmal von der Katze entdeckt. Gut, die ist da hinten. Haben wir doch noch ein bisschen Zeit hier hinzukommen. So. Let's go. Freud. Hm. Reicht das schon? Is this enough? Oh! So wie das Härchen, so auch die Katze. So wedelt sie davon. Geht da lang. Fuß. Oh je, der gute Filch ist da. Frage, können wir jetzt hier schon durch? Nee. Das wäre ja zu schön gewesen. Oh je. Schätze, ich muss hier lang. Wo? Oh. Oh Gott. Genau, hier lang. Und... dann ist das gleiche Spiel wahrscheinlich auf der anderen Seite auch nochmal. Mit Sicherheit. Guck mal, das sieht doch nach Hufflepuff aus. Wie kann ich das eigentlich vergessen, dass die hier mal angerannt kommen? Ist doch nicht so kompliziert zu begreifen.
Gut, du gehst in die Richtung weiter. Ich wette, man kann das Bild verzaubern. Kann man nicht. Schade. Aber hier soll es doch auch einen geheimen Ort und eine Bildkarte geben, oder nicht? Ist das Shakespeare? Kann das sein? Sieht irgendwie so aus mit dieser Halskrause. Seltsam alles hier, seltsam. Wir gehen halt mal. Cadmium Leviosa. Gar nichts. So. Aha. Oh je, wo ist er denn jetzt hin? Bitte, dass ich dich nicht finde, du kleiner, hinterhältiger Schüler. Jetzt, wo ich mal dran denke, kommt keiner, oder wie? Und? Was nu? Och nee. Dafür werde ich dich verbannen. Das ist okay, das ist gut. Es ist nur noch die Katze da. Kommen wir da hinterher? Frage? Ich glaube nicht. Nee. Okay. Wenn jetzt aber nur noch die Katze da ist, wo auch immer sie gerade rumstromert, gehen wir vielleicht nicht auf der Seite lang, wo potenziell die Katze ist. kommen wir doch da vielleicht etwas einfacher... Ach nee. Hä? Ach so. Verstehe. I understand. Komm! Okay. Katze hier. Wir da. Okay. We made it. So, und jetzt kommt Filch natürlich auch von dieser Seite. Na klar. Nein! Oh! Freudiger Besuch! Freudige... was auch immer. Das ist bestimmt der geheime Ort da. Voll fancy. Voll fancy. Boho. Yo, kann ich mit euch mitfahren? Dankeschön. Ich will einfach gar nichts sagen, so. Ja, ist halt Harry, der fährt halt mit, ne? Haben wir es jetzt? Und wo geht's jetzt hin? In die Katakomben Hogwarts? In Kerker? Nee. Als wäre das alles so geplant gewesen. Ja gut, war es ja vielleicht auch. Wir hatten ja mit den Weasleys zu tun. So. Gibt's hier noch was? Gibt's nichts. Gehen wir weiter. Hey Harry! Oh. Hast du die 25 Bohnen für uns? Wir sind im Bohnenlager von Fred und George. Geschafft. Jetzt haben wir genug Bohnen. Oha, jetzt danke, bin ich Harry. Gespannt. Ohne dich hätten wir das nie geschafft. Wofür braucht man denn den Rest? Nimm diese Bildkarte. Du hast sie dir verdient. Vielleicht ist das die Bildkarte? Danke, Harry. Die haben wir wirklich dringend gebraucht. Und vergiss nicht, du weißt nichts über unser Vorhaben. Natürlich nicht. Das ist unser Geheimnis, okay? Na komm schon, Fred. Wir haben noch eine Menge zu tun. Okay. Sie haben gesagt, sie haben jetzt genug. Was ist denn mit dem ganzen Rest? Mit den 200 Bohnen, die wir jetzt immer noch haben. Hallo? Hallo? Bitte, warum kann ich hier nicht weiterlaufen? Entschuldigung? Das ist ein offener Raum. Warum kann ich hier nicht rein? Ist das normal? Oder sollen wir hier einfach noch nicht hin? Oder sollen wir einfach gar nicht hin? Wir haben einfach vergessen, irgendwie eine Absperrung oder sowas hinzumachen. Who knows? So, natürlich sind wir auch noch nicht durch. Was habe ich mir denn gedacht, dass wir jetzt einfach hier durch sind? Dass uns das vielleicht einfach in den Gryffindor-Gemeinschaftsraum fährt, das Teil. Das wäre, ja, zu einfach. Der verbotene Korridor, immer noch.
Oh, nein, guck mal, das sieht schon wieder normal aus. Oh, haben wir es jetzt endlich? Finally! Mina, Ron und Harry lüfteten das Geheimnis des Steins der Weisen. Mit diesem Stein kann man das Elixier des Lebens herstellen. Ein Zaubertrank, der einen unsterblich macht. Kein Wunder, dass jemand hinter dem Stein her ist. Jeder würde ihn gern besitzen, sagte Harry. Hermine meinte, dass in dem Päckchen, das Hagrid bei Gringotts abgeholt habe, wahrscheinlich der Stein der Weisen gewesen wäre. Sie sagte, nun befände sich der Stein der Weisen vermutlich im verbotenen Korridor und werde von dem knurrenden Ungeheuer bewacht. Okay, okay, es ist nicht Snape, jedenfalls nicht von Filch. Vielleicht hat er vor, den Stein der Weisen zu stehlen. Aber Snape würde nie etwas unternehmen, solange Dumbledore in der Nähe ist. Aber Dumbledore hat sich vor 10 Minuten auf den Weg zum Zaubereiministerium nach London gemacht. Das habe ich gesehen. Dann wird er es heute Nacht versuchen. Los, wir müssen was unternehmen. Die sind einfach allwissend. Sie wissen und sie sehen alles. Und was ist mit Filch? Er beobachtet ständig den verbotenen Korridor. Och nee, oder? Wir müssen es einfach versuchen. Oh, bitte nicht. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Wirklich, wirklich nicht. Sieht ganz so aus, als hielte sich Filch heute Nacht irgendwo anders auf. Yay! Oh mein Gott. Ich hätte auch wirklich, ich hätte geweint, wenn wir nochmal. Ja, los und so. Jetzt. Wenn wir nochmal mit Filch hätten Verstecken spielen müssen. So, wir fangen hier wieder an. Frage. Bildkarte. Frage. Kriegen wir jetzt gar keine Birdie-Bots-Bohnen mehr? Wenn doch, wofür? Wer weiß. Who knows? So, irgendwie aus. Hier lang, Harry. Ja, ich komme ja schon. Ist ja gut. Ihr wisst doch. Erkunden und so. Ich kann doch nicht einfach so gehen. Da ist eine große Tür. Ich glaube, dass das Knurren von hier kam. Fluffy stottert ein bisschen. Siehst du das? Wir sollten da besser nicht reingehen. Ach, ich finde das eine gute Idee. Aber wir müssen Snape aufhalten. Weiter, Harry. Wir sind direkt hinter dir. Geh du mal vor. Das sieht aus, als hätte Fluffy ganz schlimm Ausschlag. Die Idee kommt, so ein Monster Fluffy zu nennen. Ich probier's mal mit der Flöte. Vielleicht schläft Fluffy dann ein. Woher weiß sie das nur? Oh Gott. Wie spiele ich die denn richtig? Muss ich mich vor die stellen? Ah. Okay. Aua. Okay, Mitte schläft. Oh, nein, die werden wieder wach. Wie sollen wir die denn alle ans Schlafen kriegen? So. Der andere hört das einfach nicht. Oh, aber bei dem geht's ganz schnell. Okay. Ach so. Ach so. Ich dachte gerade, das sah unten so aus, als wären die gerade alle gleichzeitig wieder wach geworden einfach. Willst du zuerst gehen, Hermine? Nein, will ich nicht. Mm-mm. Gut, wir sehen uns dann gleich. Hoffentlich. Es ist alles in Ordnung. Die Landung war weich. Ihr könnt ruhig springen. So sieht er einfach aus wie so ein XXL Nintendog, der sich da hingechillt hat. So von der Seite sieht er sogar aus, als hätte er nur einen Kopf. So. Schade, wir müssen selber springen. Sonst hätte ich mich doch da glatt nochmal umgeguckt. So.
Es geht anscheinend gar nicht in den verbotenen Wald. Ich weiß, was es ist. Es ist eine Teufelsschlinge. Das nächste Mal werde ich in Kräuterkunde besser aufpassen. Hilfe! Das ist eine Teufelsschlinge! Versuch es. Geh nicht zu nah an die Tentakel ran. Was soll ich denn versuchen? Die beiden so, Hilfe, das ist eine Teufelsschlinge. Und die so, versuch es. Okay, ja, das kriege ich wohl hin. Aber nicht, wenn die so schnell wiederkommen. Aua. Ih. Oh, das ist ja eklig. Was soll ich denn tun? Ich würde gern Ron und so. Ih, ih. Oh, das ist so eklig, dass sie hier so nah rankommen. Oh, dass sie sich so langsam so zu einem hinstrecken. Das ist echt eklig. Mach die an der Seite da, bitte. Gott. Oh, guck mal. Hermine haben wir schon geschafft. Okay. Wir müssen also die anderen nur so lange fernhalten, bis wir die beiden genug verzaubern können. Perfekt. Gern geschehen. Das war knapp, Harry. Hier entlang, Harry. Genau, Harry. Ja. Oh, das habe ich auch mal richtig gern gemacht im PlayStation-Spiel. Ja, ja, das ist mir schon klar. Es ist Zeit, dein Quidditch-Wissen in die Praxis umzusetzen. Ja, bisher hatten wir ja nur Theorie. Obviously. Viel Glück, Harry. Yep. Vielen Dank. So, wo ist er denn? Müssen wir jetzt den Schmetterling folgen? Ich wollte gerade sagen, ist Ron Strom endlich wahr geworden? Oh, der dreht einfach um. Ah, oh Gott. Pfeiltasten, wir erinnern uns. Zum Schnellerfliegen. Oh mein je, oh Gott. So, jetzt haben wir den Dreh doch ein bisschen raus. Aber auch nur ein bisschen. Ich hoffe, wir müssen den nicht irgendwie im Folge fangen, diese Ringe. So scharfe Kurven sind nicht cool. Das ist halt wirklich nicht so einfach. Oh. Dem so zu folgen. Ja, ja, nein. Ah. Ach komm schon. Ach komm schon. Wir waren gerade so nah dran. Come on. Come on. Oh Gott. Ha. Stoß dich nicht. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Gut gemacht, Harry. Wir sehen, wo es da hingeht. Let's go. Mal gucken, ob uns hier auch noch so ein Troll erwartet. Ich hoffe ja nicht. Und mal sehen, ob wir Schach spielen müssen. Das nächste Rätsel besteht aus einem riesigen Schachbrett. Ron hat es bereits betreten, um ein Spiel zu beginnen. Ich hoffe, es geht ihm gut. Im PlayStation-Spiel musste man ja tatsächlich Schach spielen. Mal gucken, ob das hier auch wieder so ist. Oh, das sieht echt cool aus. Wie das hier so schwebt. Das hat was von Skyrim so ein bisschen tatsächlich, finde ich. Ein Speicherbuch. So, spielen wir also eine Runde Schach. Vielleicht. Oh Ron, bist du okay? Oh Ron. Ich habe die meisten der Figuren besiegt, aber ich bin verletzt. Jetzt musst du weitermachen, Harry. Okay. Oh. Harry, sei vorsichtig und geh den Figuren aus dem Weg. Sie bewegen sich irgendwann alle ein Feld nach vorne. Schade. Du musst die Figuren dazu bringen, dass sie sich gegenseitig bekämpfen, um sicher an ihnen vorbeizugelangen. Stell dich auf das Brett, um mit dem Spiel zu beginnen, Harry. Das Spiel habe ich irgendwie noch nicht so ganz verstanden, muss ich ehrlich sagen. Wir gehen mal hier hin. Ach so.
Okay, die sterben dann gleich beide. Okay, holy shit. Bewegen sich halt alle. Yo. Aber was ist das denn für eine Figur? Also ich meine, die da so etwas dunkler ist, meine ich. Die, oh Gott, oh je. Die da so ein bisschen dunkler ist. Ist das die Dame? Ist eigentlich auch egal. Aber was ist das denn? Das ist ein Turm? Ist das denn der König? Nee, kann ja nicht sein. Was sind denn die Ritter? Was sollen die denn darstellen? Sind das die Springer? Wenn ja, dann wäre das Feld scheiße. Ich glaube, das Feld ist vielleicht okay. Da sollte mir eigentlich nichts passieren können, theoretisch. Winken die oder halten die sich? Okay, sie winken. Alles klar. Okay, dann gehen wir dahin. Die bewegen sich, glaube ich, alle nur ein Feld. Also eigentlich ist es, glaube ich, egal. Wie fühle ich mich hier so langsam ziemlich in die Ecke gedrängt? Kann ich, warum kann ich nicht auf das Feld da hinten? Können die schräg? Ich glaube, die können auch alle schräg rücken, ne? Ja, was soll's. Ja, perfekt. Gut, okay, wir versuchen das also nochmal. Oh, Ron, bist du ja, okay? Ist okay. Ja, ja. Ich habe die meisten der Figuren besiegt, aber ich bin verletzt. 1 minute 37 seconds later. Okay. Ich muss also irgendwie so laufen, dass die Wege sich kreuzen von denen. Also der rückt einen nach vorne und der rückt dann einen dahin. Und die rücken dann beide auch so einen nach vorne. Wenn ich, ja, doch, ich glaube, ich gehe mal auf das Feld. Wir versuchen es einfach mal. Genau, dann geht der nämlich dahin und der dahin. Das sieht irgendwie immer aus, als würden die sich untereinander unterhalten eigentlich so. Oh, schöner Tag heute, ja? Doch, eigentlich ganz gut. Mhm. So, dann gehen wir jetzt mal dahin. Und dann sollten die beiden ja... Jawohl. So richtig Schach ist das ja nicht, ne? Aber... Nun gut. Dann gehen wir mal dahin. Die müssen ja zwangsläufig irgendwann beide. Genau, wenn ich jetzt nämlich... dahin gehe... Dann sollten die ja beide theoretisch das Feld da anstreben, ne? Jawohl. Los jetzt! Ja, ist ja gut, Mensch, ich bin gerade fertig. So. Da stand gerade Finale, den Rest konnte ich leider nicht lesen, aber ist es schon soweit? Oh nein. Oh Gott. Jetzt wird's rätselig. So. Oh nein. Oh doch. Der Ausgang ist durch ein magisches Feuer versperrt. Sieht so aus, als müsstest du den richtigen Zaubertrank finden. Sei vorsichtig, Harry. Es könnte auch Gift sein. Alles klar. Der hier sieht so aus, als könnte er uns dabei helfen, das Feuer zu durchqueren. Ganz genau hin und überlege, welcher der richtige Zaubertrank ist. Triff eine kluge Wahl. Ach, scheiße. Oh, schon verloren. Ich habe nicht aufgepasst. Was könnte der hier in der Mitte sein? Flipendo. Den würde ich nicht wählen, aber vielleicht täusche ich mich auch. Oh nein! Autsch! Ja, scheiße. Ich habe jetzt auf das Rätsel wie im Buch gewartet, muss ich ganz ehrlich sein. Also dieses, keine Ahnung, der linke, ich weiß, wie war es denn, keine Ahnung, dieses, ja, nein. Der rechts der davon ist der Tod, keine Ahnung, der und der. Sieht so aus, als müsstest du den richtigen Zauber. Und dann war das voll das Rätsel. Sei vorsichtig, Harry. Darauf habe ich gewartet und nicht, dass das so einfach so vertauscht der und keine Ahnung. So aus, als könnte uns dabei helfen, das Feuer okay, zu okay. Ganz genau hin und überlege, gut. Welcher der richtige Zaubertrank ist. Sehen wir ganz genau Triff hin. Eine kluge Wahl. Es
ist jetzt nicht so die Challenge. Wenn man dann einmal aufpasst, dann geht's wohl. Und ich schätze, wenn mich nicht alles täuscht, dann müsste es dieser sein. Also noch einmal. Ja. Ach so, es geht noch weiter. Okay. Ich kann sagen, das wäre ja ein bisschen einfach gewesen. Gut. Dann einmal dieser. Nein. Komm. Ich möchte. Warte mal. Wir stellen uns mal anders hin. So. Ihn da bitte. So, nochmal? Natürlich. Jetzt ist es sogar noch schneller. Wer hätte das gedacht, dass es jetzt sogar noch schneller wird? So. Nein. Moment. Moment, wie stellen wir uns am dümmsten hin? Mal so wie eben, so von schief nach schräg. Dieser. Hallo? Ich sagte... Flipendo. Nee, so ist blöd. Bitte, danke. Nochmal? Ui. Wirklich verwirrend. Man traut sich nicht zu blinzeln. Und ja, das ist wirklich verwirrend. Ich mag's, wie sie das so sagt, damit das nochmal so unterstrichen wird. So, wie verwirrend das doch jetzt ist. Und ob mich das nicht nervös macht, so nach dem Motto. Och komm, bitte. Ja. Ja. Nochmal? Sieht so aus. Perfekt. Okay, ich würde sagen der gleiche, wenn mich nicht alles täuscht. Jetzt bin ich mir aber tatsächlich gerade nicht mehr ganz so sicher. Ah, warum ist denn die Kamera immer so blöd? So. Och nee, oder? No! Oh nein! Scheibengleis da! I'm fast as fuck, boy! Still fast as fuck, boy! Come get some! I don't think you have any idea how fast I... Ich hab geblinzelt! Trotzdem glaube ich, dass es dieser hier ist. Ja, ist okay, ist gut. Ich habe geblinzelt. Im falschen Moment. Oh nein. Uff. Och Mann, ey. Okay, nochmal. Weil es so toll war. Oh nein. Der Ausgang ist durch ein magisches Feuer versperrt. Sieht so aus, als müsstest du den richtigen Zaubertrank finden. Sei vorsichtig, Harry. Es könnte auch Gift sein. Ja, haha. Der hier sieht so aus, als könnte er uns dabei helfen, das Feuer zu durchqueren. Ganz genau hin und überlege, so, welcher der richtige Zaubertrank ist. Triff eine kluge Wahl. So, ich glaube... Na, der. Flipendo. Perfekt. Also noch einmal. So, der oben in der Mitte müsste es sein. Och, komm schon. Mein, ich stehe doch nah genug davor, oder nicht? Nein, 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 ich möchte...
Oh mein Gott, ich möchte den hier vorne, bitte. Nicht den da hinten, sondern... Oh mein Gott. Den hier vorne. Danke. Nicht. Geht doch. So. So ein bisschen verwirrend mit der Kamera, dass sie sich einfach immer noch dreht. Nochmal? Das ist lächerlich. So, ich glaube, der hier unten. Bitte. Oh, perfekt. Vor allem als ob Hermine dahinter steht und... ja gut. Ich geh zurück und helfe Ron. Sie hat ja viel gesagt, Glück den haben. Würde ich nicht trinken. Und Harry so, scheiß drauf. Ich weiß, dass du das viel besser kannst als ich. Ich höre trotzdem nicht auf dich. So, wir gehen jetzt durchs Feuer. Das heißt gleich. Das heißt, im nächsten Part. Ja, wir haben die halbe Stunde wieder erreicht. Deshalb möchte ich mich ganz herzlich beim Zugucken bedanken und... Ja, freue mich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Wenn ihr mir eine Freude machen wollt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und bis gleich oder bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.